Dies sollte eigentlich ein Zeitdokument sein, doch das Verhalten von Anhängern der Querdenker-Sekte am 21.12.2020 in Rostock für die Nachwelt erhält. Das wollte der rechte Inhaber des Videomaterials aber nicht. Meines Erachtens gehört er zu jenen netten Mitmenschen, die auf der Straße besonders laut Zensur und Diktatur skandieren, selbst Andersdenkende aber gnadenlos zensieren, wenn sie auch nur den Hauch einer Möglichkeit dazu haben. Ich habe das Videomaterial von Pro Deutschland 1 daher aus meinem Video entfernt und gebe dessen Inhalt jetzt nachgesprochen wieder. Der Rechteinhaber kann mir durchaus die Nutzung seines Videomaterials untersagen, mich damit aber weder mundtot machen noch unterbinden, dass seine Inhalte auch fortan kritisch unter die Lupe genommen werden. Es gibt jetzt halt bunte Bildchen der schönen bayerischen Landschaft im Regierungsbezirk Schwaben, statt herumstehende Superspreader-Touristen, dazu meine mündliche Zusammenfassung des Videos und meine unveränderten Kommentare aus dem ersten Video. Sorry für alle, die sachlich kommentiert hatten. Ich habe die Kommentare zwar gesichert, finde es aber etwas unangebracht, sie als Kanalinhaber dann erneut irgendwie reinzuposten. Das macht man nicht sowas. Mein spezieller Dank geht an Langsamkeitslos. Du kannst richtig stolz auf dich sein. Beginnen wir mit den Kommentaren. Zu 010. Aber hallo, Frau Merkel hat gesagt, wenn ich Abstand halte, brauche ich keine Maske. Ach ja, da ist jemand aus dem Kindergartenalter nie herausgekommen. Frau Merkel mag das zu Beginn der Pandemie einmal gesagt haben, aber gewiss nicht in den letzten 3 Monaten mit zuletzt mehr als 1000 Toten pro Tag. Zu 101. Da geht es um die Aufschrift auf einem weißen Minivan: Angst ist ansteckend. Ja, liebe Querdenker, das trifft aber nur dann zu, wenn man den Menschen erst einmal Ängste einredet und die dann schürt, bis der Arzt kommt. Ansonsten haben Menschen normalerweise keine Angst. Zu 1,35. Der Redner fordert die Teilnehmer hier zum Lärmmachen auf und schwadroniert dann darüber, dass man die Anwohner zwar belästige, diese schließlich aber frei nach der Bibel des großen Vorsitzenden Mao am Kennst mich nicht unbedingt aufgeweckt werden müssen. Da frage ich mich dann zwangsläufig, warum stört ihr die verdiente Feierabendruhe der Anrainer und veranstaltet eure Superspreader-Partys nicht irgendwo im tiefen Wald, wo euch keiner hören kann? Wer schlafen will, soll das in einer Demokratie auch tun dürfen, ohne von Krawallmachern aufgeweckt zu werden. Wer seid ihr, dass ihr euch anmaßt, schlafende Menschen aufwecken zu wollen? So eine traurige Lärmerei von ein paar Leuchtewichteln wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Die restlichen 99,99% der Bevölkerung kommen auch sehr gut ohne eure sporadische Lärmbelästigung aus. Und mal so ganz nebenbei bemerkt, wäre Deutschland eine Diktatur, würdet ihr alle schon längst in irgendwelchen Neu-Auschwitzes, Guantanamos, Gulags etc. euer Leben fristen, wenn man euch nicht gleich umgebracht hätte. Selbst hier seid ihr zu faul, euren Denkapparat anzuwerfen und für ein sinnvolles Durchdenken eurer Parolen zu benutzen. Zu 3,28. Prediger Jens berichtet von irgendeinem gar schrecklich wichtigen Schreiben, das er in seiner Telegram-Truppe gestellt hätte, dass man doch bitte 100.000, wenn nicht gar millionenfach teilen möge. Ach Jens, sei froh, wenn die 30 oder 40 Hanseln auf dem Platz dein gar so wichtiges Telegrammschreiben überhaupt zur Kenntnis genommen haben. Wie kommst du überhaupt auf die Idee,
dass sich jemals in deinem Leben mehr als 100 Leute für die Telegram-Aktivitäten eines unbedeutenden Predigers aus der 33. Garnitur der Querdenker interessieren werden. Abgesehen davon, wenn man Telegramme hinstellt, fallen sie meist um, nennt sich Schwerkraft. Zu 4.20. Der Prediger Jens haut eine hohle Phrase nach der anderen raus. Stichwörter impfen, fragen, vorlesen, ausdrücken, verantworten, in jeden Briefkasten, Angst, Panikmache etc. Jens, wenn du die schriftliche Form deiner Fieberfantasien in jeden Briefkasten werfen willst, betreibst doch du die aktive Panikmache. Finde dich einfach damit ab, dass 99,99% der Bevölkerung kein Interesse an den Glaubenssätzen deiner Religion, sondern eure Faxen langsam aber sicher absolut dick haben. Und informiere dich bitte vorher, bevor du dein geballtes Unwissen zur Schau stellst. Es werden schlicht und ergreifend keine Krankheitserreger, sondern mRNA geimpft, die Informationen für unser Immunsystem liefert, welches diese dann als Blaupause zur Produktion von Antikörpern verwendet. Das ist ein gewaltiger Unterschied, Herr Jens. So, jetzt kriegt er vielleicht noch die Glocke hier mit. Das Videomaterial wurde aus einem MAN TGL 12210 mit 7 Meter Planaufbau in meinem damaligen Zustellgebiet zwischen Augsburg und Ulm aufgenommen. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!